Guten Tag, meine lieben Leute. Willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Im letzten Part konnten wir die Barriere zum Schrubbpalast durchdringen. Und nun werden wir diesen Palast infiltrieren. Okay, wir fangen an mit semi-neuen Gegnern. Einfach nur Recolor eigentlich. Und zwar der Schrumax. Ich werde jetzt einfach mal den Angriff missen, damit ihr seht, was der kann. Ist einfach nur eine schnellere, stärkere Version von dem Gumbax. Also ja, das ist nicht das größte Drama aller. Wow. Das Alter war das heftig. Meine Güte. Das war. Ach du heilige Scheiße. Wreck that shit. Ja. Die können nicht wirklich so viel, aber wenigstens sehen wir alle Angriffe. Da, okay. Na dann, los. Boom! 75 Schaden. Mario ist so stark, das ist unglaublich. Krasser Shit. Krasser Shit. Wenn wir weiter nach oben gehen wollen, sind hier erstmal roter Pfeffer, Kopierblumen. Und Luigi Block mit ein paar Münzen drin. Und das, was wir gleich machen werden. Zuerst möchte ich noch nach links gehen, weil ich erstmal links die Area ein bisschen räumen will. Und links ist auch ein neuer Gegner. Und zwar der Schnarchorb. Wenn man den angreift, wacht er auf und wird aggro. Die Richtung, in die der seinen Rauch bläst, zeigt an, wen er angreift. Also ja. Der hat ziemlich hohe Verteidigung, also. Ja. Au. Ey. Digga. Nee. Ohne mich. Ja, aber so gefährlich sind die jetzt auch nicht, also. Ja. Passt einfach auf, dass ihr die schnell besiegt, wenn die aufwachen, und das sollten keine Probleme sein. Das ist. Also, hier ist der Abkürzungsraum, wo die ganzen Abkürzungen zurück zum Eingang des Dungeons hinführen. Also ja. Wenn ihr eine Abkürzung findet, werdet ihr wieder hierher gebracht. Ja. So viel dazu. Jetzt werden wir endlich dieses Puzzle da oben. Habe ich heute eine Redesprecher oder was ist los? Egal. So. Das könnte, glaube ich, ein bisschen tricky werden. Ach du heilige Scheiße. Das sind viele bunte Stacheln. Oh Mann, das ist tricky as fuck. Okay, da komme ich noch nicht hin. Das heißt, hier irgendwo muss sowas sein, dass das Ding nach unten drückt. Gut. Und es wird dunkel. Okay. Wupp. So, jetzt da hoch und da hoch. Nein! Die kommen ja. Komm, beweg dich. So. Ich hole mir schnell da Seiten. Rote Panzer, okay, lässt sich mal nehmen. So, Herr Helm, draufspringen, rüber. Und. Help. Mario, Block. Münzen. Okay, Münzen sind jetzt nicht mehr so spektakulär für mich, aber hey. Warum nicht? Und wir sind draus. Ja. Also ich will nicht sagen, aber hat die gerade einen Block geboren? Meine Güte, bin ich dumm. Okay. Dadurch können wir nach rechts weiter. Also ja, gehen wir einfach mal nach rechts. Noch ein Schnarchorb. Stellt natürlich auch kein Problem dar. Und ein Schrumpax. Nun gut. Noch einer, hey. Mario Level 27. Hey. Ob wir noch vor dem letzten Boss Level 30 erreichen? Bin mir ziemlich sicher, dass wir das machen. Also ja. Luigi! Wie wär's mit Verteidigung?
Oder nee, nee, warte. KP. Alter, wie viel KP einfach Luigi schon hat, das ist heftig. Na gut. So, dann machen wir mal den und öffne die Tür. Oder das Tor eigentlich. Zaun. Metallgitter. Blau. Brustblumen, Münzen. Und 20 Münzen. Okay. Jetzt geht's rein. Und look at that shit auf der Map. What the fuck? Da haben wir einiges vor uns. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal in einem Speed-Up quer durch alle Räume durch und besieg alle Gegner. Also wir sehen uns nach dem Speed-Up. Noch kurz bevor wir den Speed-Up machen, haben wir zwei neue Gegner. Einmal die Seelenblase, eine bessere Version von der Liebesblase, die Gegner wiederbeleben kann, wenn sie tot sind. Also ja. Und dann haben wir noch den Shroobrex. Man muss den angreifen, zumindest einmal bevor er angreift, sonst, wenn er auf einen drauf rushen will, ist man im Arsch, wenn er noch seine normale Größe hat, weil, ja, das ist nicht gut. Aber sonst ist ein Shroobrex nicht so eine große Gefahr. Okay, aber jetzt Speed Up! Okay, wie ihr im Offscreen
Gameplay-Ding gesehen habt, habe ich Mario die Weltallhosen gegeben. Die Dinger sind grandios. Das ist unglaublich. Die Verteidigung und der Angriff von Mario sind so heftig jetzt. Das ist krass. Und mir gefällt das. Also, was wir jetzt tun müssen, ist... ja. Zu diesen... was auch immer das ist, hingehen. Und zwar... packe ich die Babys einmal zu dem Ding und die Erwachsenen zu dem anderen. Damit wir das aktivieren können. Ja. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist der heftigste Plot-Twist, ne? Also machen wir das einfach mal. Und... warum genau jetzt? Ach, egal. Gut. Jetzt können die jetzt gehen die Babys da nach unten. Zu dem nächsten von den Dingern. Was ist das? Ist das ein Spermium oder ein Heißluftballon als Spermium verkleidet? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe null Plan. Ernsthaft. Das ist verwirrend. Egal. Gehen wir einfach mal jetzt dorthin. Und aktivieren das auch. Ja. Yeah. Und bam! Yeah. So. Jetzt gehen wir einfach mal dorthin und aktivieren das Ding, würde ich sagen. Hoffentlich ist da ein Röhrenblock, ey. Ist da einer? Ist in dem Raum ein Röhrenblock? Nee? Ach, fu. Fu mich doch auch. Egal. So ein weiter Weg ist das jetzt auch nicht. Also ja. Es gibt schlimmere Wege, die man zurücklegen muss. Also. Ja. So. Aktivieren wir einfach mal den Block da. Und das öffnet, wer hätte gedacht, diese Tür. So. Jetzt haben wir hier eine Röhre. Wo führt die hin? Nach oben. Okay, das will ich jetzt dann noch nicht, weil ich glaube, weiter oben gibt's noch was für uns. Nope, das können wir ja später machen, okay. Dann kann ich... kann ich das schon? Ich weiß nicht. Ja, whatever. Ich sage jetzt einfach... ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Es war sehr viel Speedup und sorry, dass ich so viele Mixblumen verwendet habe, aber die waren geil. Blumen sind toll. Und im nächsten Part werden wir weiter durch Schrubschloss latschen. Bis dahin. Auf Wiedersehen!